Hallo Leute, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play GTA 4 und ich habe heute persönlichen Besuch von PayZ. Hallo. Heyo. Und wir zocken heute zusammen GTA 4. Ich habe mir gedacht, es ist mal an der Zeit, ein bisschen Quatsch zu bauen, nachdem wir in der letzten Folge mit den Horrorbussen gefahren sind, ja. Und heute machen wir ein bisschen Action mit dem Helikopter und ich habe mir dazu erstmal ein geiles Auto geholt und zwar einen VW Golf 2. Ich hoffe, es ist diesmal richtig. Wenn nicht, dann habt ihr auch Pech. Und jetzt fahren wir erstmal zu dem guten Wiki. Den muss ich mal ganz kurz suchen, der ist hier unten. Und genau, da haben wir eine coole Sache für euch gleich. Oh, ich fahre voll in die falsche Richtung. So. Das ist aber nichts. Findest du? Ja. So. Was ist denn dein Lieblingsmoment bis jetzt in GTA 4 gewesen? Was würdest du denn sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das ja schon länger nicht mehr gespielt. Ich sag einfach mal deine Höllenbusfahrt. Ja, die war schon richtig cool. Also muss ich schon sagen, mit Abstand einfach die lustigste GTA 4 Folge. Ich hoffe, wir können das heute toppen. Ich glaube, mit dem, was wir gleich zeigen wollen, das ist schon hart an der Grenze von dem, was es denn... Ich meine, wir haben ja noch einen professionellen Vorführer, der dann gleich das Ruder in die Hand nehmen wird. Genau, der wird den Helikopter... Oh, das habe ich schon verraten. Der wird ein Luftgefährt schön über die Stadt... Ah, ich verrate noch nicht zu wie viel. Wie wir es selber nicht machen könnten. Genau. Also ich sag nur, das gibt's nicht auf der besten Kirmes, was ihr gleich seht. Ja, und Blut und Morde werden auch wieder dabei sein. Genau, so muss es sein. So, jetzt fahren wir erstmal in das wunderschöne virtuelle Manhattan. Da habe ich übrigens noch ein Texturenpack runtergeladen, dass die Straßen, die sehen noch hochauflösender aus. Deswegen kommt es gleich wahrscheinlich zu einem oder anderen Ruckler, damit er die Texturen lädt. Aber damit müsst ihr leben, wie ihr gerade hier merkt. Es sind einfach, die Grafikmod, die frisst einfach so viel. Ja, und damit muss man einfach leben. Ich finde, es ist aber auch nicht so schlimm. Also, ich sag ja schon, dass irgendwann mal eine neue Grafikkarte kommt. Oh, guck mal, den Laster habe ich auch noch nicht gesehen. Der sieht gut aus. Ja, das sind wirklich alles neue Fahrzeuge hier. Ah, das ist schon krass, was da alles implementiert worden ist. So, jetzt kommt der Lader. Und wenn der vorbei ist, dann läuft es super flüssig. Zumindest nach meinen Verhältnissen. Wenn man einmal gleich in dem Virtu... Ja, ramm mein Golf, du alter Hund. So, jetzt geht's. Also hier sieht man schon die hochauflösenden Straßentexturen im Gegensatz zu vorher. Das sieht schon eigentlich ganz cool aus. Mhm. Wenn man am Times Square rumfährt. Ist ja nicht der Times Square, sondern der Nachbildung. Ja. Man sieht einfach, im Hintergrund ploppen immer Gebäude auf und so. Also GTA 4 für den PC finde ich jetzt nicht so gut. Wie gesagt, was macht der denn? Der fährt... Keine Ahnung. Oh! Hat der vor? Ein bisschen die Leute beobachten. Ich finde das eigentlich immer ziemlich interessant. Ja, so der Tagesablauf, was die hier so machen. Hat sich eine Kippe angemacht. Oder telefoniert? Ne, der hat eine Zigarette angemacht. Also, ja. Guck mal, jetzt tun sie so, als ob die sich nicht mehr kennen hier, die beiden, weißt du? Ja, das war eine Fahrgemeinschaft wahrscheinlich einfach. Genau. Hier gibt es auch Grotti. Schöne Autos. In Grotti gibt es schöne Autos. Ja. Da würde ich mir nochmal überlegen, ob ich es mir kaufen würde. Und da oben vor dir das Get Alive-Gebäude. Genau. Also mit die Grafik sieht echt schon krass aus. Das sieht schon cool aus. So. Oh. Wo sind wir eigentlich? Achso, du bist gerade falsch abgebogen, beziehungsweise gar nicht abgebogen. Genau, ich muss noch abbiegen. Oh, guck mal, die Limo. Boah, krass. Dahinter war noch das eine. Das ist ein Benz, ist es, ne? Das sieht schon echt gut aus. Mercedes-Benz ist aber mal. Viele wünschen sich immer, dass ich mit der Limo rumfahre, dann machen wir das noch einmal. Aber guck mal, mit Fähnchen auch vorne. Hier, was ist das hier? Was war da auf dem Fähnchen drauf? Kannst du gleich sehen. Okay, ich frage, oder? Ja? Wo ist das hinter uns? Was ist denn das hinter uns? Ja, noch so eine. Ach, cool. Nein, kein Kraft. Hey, das ist mein Wagen. Ich würde die auch verteilen. Ach, guck mal, hinten ist einer ausgeschaltet. Der Passagier, der kämpft gleich mit, ne? Freunde, lasst das lieber. Ah, jetzt guck mal. Also, schön, damit nichts zu tun haben. Oh Gott, zu haben. Mach mal zu hier. So. Aber sieht richtig gut aus. Ja wie ich gesagt, auch. Das ist die europäische Flagge, oder? Da vorne. Das ist irgendwie eine offizielle Karosserie. Ja, sieht schon extrem krass aus, die Karre. Ja, was soll man noch anderes erwarten hier, ne? In der wunderschönen Metropole Liberty City. Sehr stark an New York angehaucht. Fährt hier einfach mal Mercedes entlang. Ich habe mir so ein Handling-Mod mal runtergeladen. Also alle Fahrzeuge haben ein super überkrasses Handling. Ich weiß nicht, ob das auch gleich beim Helikopter sein wird. Ups, da stand ja einer. Das ist auf jeden Fall ein Matsch. Aber jetzt schon ordentlich Bums, aber der Bus ist wahrscheinlich noch geiler. Ja, der Bus, der ist, also besser geht's gar nicht. Grenzt schon fast an einem Panzer. Oh, krass, Alter, was ist das denn? Boah, das ist auch so eine rollende Festung. Aber guck mal, die Felgen alleine schon. Da kannst du dich erstmal spielen. Die sind so groß wie du. Ja, steigen wir erstmal ein. Was geht ab? Was macht der denn? Piss nicht an meinen LKW, du Penner. So. Guck mal, was hat denn der für eine Jacke an? Gangst das voll ein Skelett? So, jetzt geht's los, Alter, pass auf. Boah, warte mal. Das sieht aber... Okay, Ego-Shooter. Wow! Geil.
Pass auf, die Uschi ist unterwegs. So, jetzt machen wir erstmal. Wäre cool, wenn jetzt hinten noch so ein Truck da. Ja, so ein Anhänger, ne? Anhänger, genau, so ein Trailer. Anhänger. Richtig cool, ey. Boah. Warte mal. Guck mal, hier da vorne ist ja auch so ein kleiner Truck. Von Chrom haben die noch nie etwas gehört, oder? Boah, guck mal, gut, dass jetzt mal die Motorhaube ein bisschen. Ja, das war extra, damit natürlich. Alle. Natürlich. Jetzt setzt du wieder zu. Ach, schade. Ja, was ist das denn? Eine Mischung aus Feuerwehr und Krankenwagen? Boah, da ist was hier rumfährt. FDLC. Okay, weiter. Da steht die Limo wieder. Leute, ihr wollt einfach keinen Platz machen? Ich räume auf. Kannst du wahrscheinlich im Winter auch. Guck mal, den Polizeiweg. Ich ramm den voll weg, den interessiert es gar nicht. Auf Schneeschippen, oder? Oder Schnee. Ah, genau. Nee, ja, müssen wir mal eine Schneemaut runterladen. Wir können dann endlich mal schneefrei. Genau. Das kriegen die ja hier nicht so ganz hin. Boah. Ah, da sehen wir schon die ersten Helis. Sind das auch neue? Was, ich glaube, die sehen so schwarz aus, oder? Die waren gelb, oder? Die waren vorher gelb. Mhm. Können wir mal gucken. Kann sich wahrscheinlich auch drin spiegeln. Ich glaube, unser Truck. Ah, weißt du, guck mal, der Truck. Zerdrückt den. Oh. Schon drüber gekommen. Ich wollte schon sagen, wenn der Truck da nicht rüberkommt, dann stimmt irgendwas nicht mit dem Spiel. Ja. Oh, Alter. Also, ich dachte, ich hätte jemanden unterm Truck jetzt. Der wird auch richtig schmutzig dann. Vor allem, guck mal, hinten am Truck zwischen den Reifen, das sieht schon krass aus. Ja. Sehr detailliert, Alter, muss ich schon sagen. Hammer. Hammer an den. Also Liebhaber für so alte, oder was heißt alte Trucks, für so Trucks. So aufgetunte würde ich ja sagen, da kommen wir nicht durch, ne? Also, die kriegen dann auf jeden Fall, was sie wollen. Das sieht schon Alter, richtig, was eine Karre. Warte mal, wie sieht denn der von innen drin aus? Machen wir nochmal die Tür auf. Du könntest deinen Namen noch da drauf machen, das wäre cool. Ja, warte, muss man kurz so in die Ego-Perspektive. Guck mal hier, die Box. Krass, warte, ich zoome mal da rein. Soundsystem. Ich habe ja diese Ego-Shooter-Perspektive. Alles Moment, ich muss die irgendwie aktivieren. Alles so leicht mit blauen. Ach, ich muss die zweimal drücken, okay. Akzent. Krass. Warte mal, ich schalte mal da ein. Warte, du kannst ja auch in den Truck. Ja, cool. Hammer. Okay, es ist jetzt. Man sitzt ja eigentlich nicht in so einem Truck drin, ja, wenn man rumfährt, aber das sieht schon krass aus. Die ganzen Details einfach. Rechts ist noch seine Freundin und mit dem Foto drauf. Jo. Was ich auch cool finde. Warte mal. Muss einmal kurz zeigen. Wollt jemand nicht den Kopf? Hitman! So, was stand denn auf den Felgen noch drauf? Auf den Felgen steht was drauf? Mhm, ich glaube schon, oder? Das ist ein Muster. Doch, Madness. Russian Madness. So. Ja, Russian, russische. Krass. Boah, das ist echt ein. Boah, da wollte ich aber nicht drin. Aber die Limo finde ich eigentlich auch ganz drin cool. Drinstecken im Kühlergrill, wenn du dann überfahren. Guck mal, diese Janschnitten. Das ist ein neuer Hubschrauber, glaube ich. Ja, die sind auf jeden Fall anders. Was ist denn da drauf? Heli-Tour. Vielleicht ist das der Fahrplan. Aber das ist schon ein. Nee, das spiegelt. Ach so, das sind die Gebäude hinter dir. Cool. Hammer. Ja, Leute, und jetzt überreiche ich mal den Controller an unserem Superpiloten, den guten Dustin. Hey ho. Wie er sich jetzt an seinem Steuerknüppel festhält. Der mag Knüppel. So, der zeigt euch jetzt einen super Hammer-Trick und den kann ich nur empfehlen. Oh, wenn du aus dieser Sicht rausgehen willst, musst du einmal. Sieht aber auch lustig aus, finde ich. Aber musst du einmal. So, bitteschön. Ja, pass auf, Freunde. Jetzt kommt das Highlight der Highlights. Na, komm. Noch unahnend sitzt er da. Er wartet auf sein Glück. Und, na komm. Ah, es hat nicht geklappt. Der Vorführeffekt. Ja. Gleich ist es soweit, Freunde. Nein! Oh, boah, du hast dir den Kopf abgesäbelt. Nein, du musst. Flieg ein bisschen weiter nach links. Da stehen, glaube ich, auch noch welche. Da ist ein bisschen mehr Platz. Aber die Rotorblätter alleine schon. Das sieht echt krass aus. Ja. Ich glaube, wir färben uns jetzt mal rot. Jetzt pass auf. Komm. Schade. Kein Stress. Lass ihn mal richtig fliegen. Genau, zeig mal, was du drauf hast. Ah. Jetzt hast du ihm nur die Haare geschnitten. Nein! Nur du hast den umgeboxt. Er ist der Vorführeffekt. Man muss ein bisschen Geduld haben. Aber es klappt auch nicht immer, glaube ich. Kannst du das auch mit Autos? Nee, doch, es geht auch. Muss man das probieren. Muss man das probieren. Mit den Passagieren hier. Oh, der lebt noch. Alter, Digga. Da flog er. Extrem krasses Spiel, ey. Komm, na? Boah. Alter, die ist gegen das eine, dein ist runtergefallen. Hinten nochmal durch den Mixer. Jetzt flieg mal in die Stadt. Ja, komm, schenk mir was. Der ist umgekippt. Der Mixer. Jetzt flieg mal, ey, der arme Helikopter. Jetzt flieg mal in die Stadt und versuch mal mit Autos. So ein Cabrio herstellen. Genau. Schon, also der Heli sieht echt krass aus. Jetzt auch die Bäume beschneiden. Ist das für ein Jeep? Ist das ein Jeep? Ja.
Nein, jetzt pass auf, jetzt mach nichts kaputt. Wir sind doch nicht versichert. Dann geht's. Boah. Nein! Nein! Oh. Die Rotorblätter sind weggeflogen. Aber eins hast du ja. Boah, nicht. Was steht denn hier für ein. Ist das auch eine Limo? Guck mal kurz schnell. So, guck mal, der Anzug glänzt auch. Den Hydrant noch einmal mitgenommen. Was hier? Ah, das ist eine Limo, ne? Ja. Nimm mal den BMW dahinter lieber, der sieht auch in der Ecke cooler aus. Wirklich krasse Wagen hier. Ein BMW ist es. Ich muss mir das noch aktivieren, dass da auch die Original. Oh, pass auf. Der dicke Mann kommt. Der dicke, der. Mit Donuts an Hand. Ja, dann versuch mal 6 Sterne hinzukriegen. Das habe ich letztens versucht in meiner super krassen Folge. Ich kann euch sagen, es war wirklich extrem schwer. Nein! Oh! Ja, jetzt hast du schon 2 Sterne. Boah, ich würde doch lieber den Truck da nehmen, damit kannst du doch ordentlich aufräumen. Der Todestruck. Aber musst du schnell sein, der hat gerade grün. Fahr lieber nochmal hinterher, oder? Ne, er steht gerade, komm, den holst du dir. Schnell! Nein! Okay. Wow. Der hat einen Ratschlag gemacht hier. Ah, der blaue sieht auch cool aus. Ah, die sehen alle cool aus. Das ist einfach schwer, sich da zu entscheiden. Ja. Stehst morgens auf und überlegst erstmal, genau. Was Auto soll ich nehmen? Genau, das ist schon extrem krass. Ach, du warst das? Ich dachte gerade, wir schießen da. Steht am Torwart, am Roller. Boah. Aber die Polizeiautos sind auch cooler. Ja, das ist eigentlich, jedes Fahrzeug ist gemoddet eigentlich. Gibt es eigentlich auch Fahrräder jetzt mittlerweile? Nee, oder? Nee, noch nicht. Es gibt aber, glaube ich, Kampfjets, die würde ich auch mal gerne zeigen. In der nächsten Folge oder so. Auf jeden Fall will ich mir unbedingt mal einen Tacho installieren, das habe ich mir schon die ganze Zeit vorgenommen. Aber ich vergesse es immer wieder. Genau wie ich im SimCity Let's Play vergesse, die Mauszeiger zu aktivieren. Aber das habe ich inzwischen getan. Boah, Alter. Falsch schwärme. Krass. Das muss mal Vollspeed. Oh, was ist denn das? Achso, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie. Warte mal, FBI sieht aber, glaube ich, noch gleich aus. Muss ich nichts Neues leisten, wahrscheinlich. Nee. Das war aber gemein. Du musst jetzt mal Vollspeed irgendwo gegenrasen. Nimm mal Geschwindigkeit auf. Ja, das kann aber auch nicht so. Boah. Hast du den Motorradfahrer gesehen? Unten rechts? Für alle, die es nicht gesehen haben, mal zurückspulen, der ist auch richtig geflogen, der Kerl. Ich bin mal gespannt, ob der Truck gleich eher rot ist. Da hängen wir wow. Dann noch ein paar im Kühlergrill vorne. Genau. Extrem, extrem. Krass. Ja, du bist so langsam, du brauchst mehr Speed, Mann. Immer mehr, immer schneller. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Und da kommt der Kopf und boah! Schmeißen sich halt die ganze Zeit vor uns. Für der Motorrad. Mach mal kurz, zeig mal, wie der Truck von vorne aussieht. Du kannst auch auf Select drücken, dann kannst du einmal rausfinden. Genau. Ja, sieht aber noch gut aus, bis rechts. Auf diese kleine Blut. Ja, ein bisschen. Ein Kopf muss er dann glauben. Ah. In der Straße kannst du da richtig schön beschleunigen. Boah, krass. Ist er da rausgeflogen aus dem Taxi? Der wollte gerade aussteigen, glaube ich. Da oben landet ein Flugzeug. Er wollte. Hast du keine Granaten? Genau, schmeiß mal eine Granate, dann kannst du noch ein bisschen auffallen. Ja, bist ja auf Touren, kommt, das dauert halt. Ja, der Truck ist schon wirklich krass. Bums! Hättest du auf die Tankstelle schmeißen müssen, die neben dir war. Da ist die Polizeizentrale. Kannst du auch, wenn du möchtest, mal ein anderes Fahrzeug nehmen. Wenn du noch so ein extrem. Aber der Truck, der hält schon einiges aus. Ja. Der hält schon extrem gut aus. Okay, ich glaube, der fährt nicht mehr. Oh, die Polizei, dein Freund und Helfer. Konnten wir jetzt auch nichts für. Krass. Ja. Oh ja. Umsteigemöglichkeit? Dann nimmst du den da. Oh, so ein Jeep. Ja, ist auch schon. Das ist auch ein Mercedes, glaube ich, ne? Ja, ist ein Mercedes. Oder ist ein Mercedes? Ist das ein Mercedes? Das ist schwer zu sagen. Sehe ich gerade nicht so. Ja, das war jetzt meine Meisterleistung. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder rum. Auch gar keine Einschränkung. Komm, nimm ihn mit. Zack. Aber der Motor sieht auch wieder cool. Ja. Pass auf, nicht, dass du da in. Vielen Dank, dass du mal die Motorhaube hast. Ja, 4 Sterne. Ja, 6 war das Ziel. Mal sehen. Das toppt die Horrorbus-Folge. es müssen noch krassere Fahrzeuge her. Weiß ich nicht. Irgendwas. Was steht da? Warte mal. Was war denn da unten? Was ist das? Ach, das ist ein Anhänger nur, ja. Okay. Ich dachte, das wäre so eine Bananenboot. Kennst du das? Kennst du das? Das ist immer in Spanien oder so am. Dann bräuchte man eine Sprungschanze oder sowas. Oh, der Horrorbus. Eine Sprungschanze, ne? Auch so, das ist schön. Monster Star. Ah,
Ah, du kommst gerade aus dem Radius raus, ne? Scheiße. Ah. Nein. Da will man es nicht und dann macht man es. Du musst mal irgendwo hin, dich hinstellen und dann einfach mit alles, was du hast auf... Oh, guck mal, da unten werden die Texturen gar nicht geladen. Wunderschön. Mit allem, was du hast... Hauptsache, der Anzug ist noch sauber. Ja, das ist die Hauptsache. Oh, was ist das denn? Wo fährt der denn lang? Wir machen jetzt hier gerade Coca-Cola-Werbung. Genau. Das ist der Coca-Cola-Truck. Ah, der hält bestimmt auch gut aus. Das war auch cool. Ah, der ist, glaube ich, Bestandteil vom Spiel selber. Also dann gibt es auch, glaube ich, also nicht den Coca-Cola-Truck. Hat der eine Augenklappe? Jetzt nimm mir an. Jetzt hat er zwei. Doch, der hat echt Der lebt noch. Ein Penner ist es. Also, Entschuldigung, ein Obdachloser. Ein Landstreicher. Und die arbeiten dann bei Coca-Cola. Steig mal aus und jag die mal mit dem Raketenwerfer hoch. Du musst ein bisschen mehr Sterne kriegen. Ja, schön auf die Straße blockieren. Bisschen mehr Aggression, bitte. Genau, zeig, was du kannst. Ist da eine Sprungschanze rechts? Dann muss ich gleich mal. Aber mit dem Truck weiß ich nicht. Na komm! Und zack! Schau doch mal nach rechts. Rechts, rechts. Nee, da kann eigentlich keine sein, weil du fliegst so, genau ins Meer. Diese Hubbel da. Genau. Boah, Alter. Du kannst eigentlich einen Toast hinwerfen, das fliegt dich nicht. Oder ein Ei. Ah, du musst auf deine Energie achten. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Boah, komm doch, komm doch. Der räumt auf, der Dustin, der zeigt, wie es geht. Und jetzt komm. Nachos und ab die Post. Alter, komm, läuft. Was? Inferno. Das ist Flammen-Inferno. Weg. Die Armen. Ist der Hut. Oh, der ist über seinen Kollegen drüber gefahren. Okay, der hätte er lieber nicht packen sollen. Ja, der hatte noch einen Donut in der Hand wahrscheinlich. Jetzt würde ich mal abhauen. Ein bisschen Verfolgungsjagd wieder machen. So, Auto? Bisschen Abwechslungs. Ah, der Golf, ne, der hält nicht viel aus. Nimm den Truck. Ja, nimm die Coca-Cola. Cola Zero. In der einen Hand Coca-Cola und in der anderen Hand das Steuerrad. So, los geht's. Weil er hat aber nichts zu speeden, ne? Nee. Ich glaube, aus nichts dem anbrennen. Winkel geht das nicht. Oder? Doch, das geht. Er hat ihm die Mütze vom Kopf geschossen. Der schießt sich eigentlich gerade da durch. Er hat ihm die Mütze vom Kopf geschossen. Guck mal, die Polizei, wie blöd. Eine Straßensperre. Nein! Ja. Kann die Straßensperre gehen. Er hat auch die Tür von dem Golf zugemacht. Wunderbar. So, hast du noch was hinterlassen? Ein Osterei. Boah. Du musst mal wieder in die Stadt da, wo ein bisschen mehr los ist. Genau. Wie so abgelegen alles. Ich hab einen Abschuss hier. Oh, das ist ein Platten. Und ein Heli hinter dir. Hol den mal mit dem Raketenwerfer runter. Mal sehen, ob du es schaffst. Oder mit der Sniper. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie wir es auf dem ersten Versuch schaffen, den Heli runterzuholen. Also runterzuholen. Du bist also lacht. Ja. Den Heli zu zerstören. Und wenn nicht, dann nicht. Aber schreibt mal in die Kommentare. Jetzt werdet ihr es sehen. Ja, es ist leicht. Der Heli bewegt sich noch auf eine Position. Mit dem ersten Schuss musst du es schaffen. Sei denn, der Pilot hält sich krampfhaft. Nein. Ich würde ihn mit dem Raketenwerfer holen. Dann hast du direkt so einen Killstreak, ja, wie man in Battlefield oder Call of Duty sagt. Und, okay, das war zu leicht. Nein. Er hat es geschafft, er hat es geschafft. Du musst es eher machen, wenn der so gerade angeflogen kommt. Dann fahren wir weiter. Ey, wir holen uns einfach noch einen. Oh, was hast du denn jetzt gemacht? Na. Nimm dir doch den Bus. Ja, der Bus hält einiges aus. Da habe ich schon Erfahrung mitgemacht, glaub mir. Und der hat wirklich Speed drauf. Du kannst damit alles platt machen, was dir vor der Karre kommt. Nimm mal die Türen, macht dazu. Der Wummer auch. Da wird die nicht mehr. Kann man nicht passen, das Handling von dem Bus ist einfach so geil. Dann haut man einfach die Tür dann vor den Platz. No. Alter, guck dir das mal an. Der räumt alles auf, was ihm ist. New York City Bus. Genau. Und jetzt pass auf. Und bam! Nimm den mit. Ja. Boah, das war richtig schnell. Ja, der Full Speed, sag ich doch. Dann sind wir wieder hier, get alive. Pass auf jetzt. Komm! Yeah! Straßenräumdienst. Genau, den musst du im Winter einsetzen. Ja. Vor allem, der hat so ein gutes Handling. Versuch mal, um die Kurve gleich zu fahren. Liebe KVB. Siehst du, guck mal, wie perfekt der um die Kurve. Ja, okay, nicht wirklich. Du wurdest gerade gerammt. Aber der kann schon einen Donut erzeugen hier. So, jetzt muss er mal wieder. Hat er mal auf die Brücke. Du musst halt aufpassen, dass du nicht aus dem Radius kommst, ne? Lass dir Zeit. So langsam aussteigen. Wir haben ja Zeit, ja. Gar kein Problem. Volle Killer, ey. So. Ich will nur noch mal einen Heli. Nein. Ah, Zivilisten, die armen Leute, die können nichts dafür. Nimm mal hier den was ist hat, den Wagen da vorne. Mal sehen, ob du es schaffst. Ach, da ist ein Heli über dir. Und jetzt mit dem Raketenwerfer, komm. Leute, jetzt nochmal, wird er es schaffen oder nicht? Jetzt, na komm, schreibt es in die Kommentare und...
Ah, man sieht irgendwie die Rakete nicht, ne? Das liegt wahrscheinlich an der Grafikmod. Ja. Oh, hast du ihn erwischt? Ah, er fliegt noch, er fliegt noch. Er ist aber schon angeschlagen. Er ist schon angeschlagen. Ich glaube, die beiden hast du. Ja, der haut ab. Die beiden hast du rausgeschossen. Feigling. Sei ein Mann! Nimm mal das Motorrad da vorne, das ist bestimmt auch lustig. Nee, so kriegst du den, glaube ich, nicht mehr. Ja, welches ist. Oh, nee, das hintere. Ja, was aber mehr Speed hat, würde ich eher nehmen. Ich würde das vordere nehmen. Das hintere sieht geiler aus. Ja, das hintere sieht schon. Boah. Alter, was eine Karre. 40. 40. So, einmal die Lautsprecher auf volle Leistung. No. Gut, dass du einen Helm an hast, liebe Zuschauer. Ja, cool, der Helm ist auch cool, schick. Wir wollten das nämlich mal demonstrieren, wie wichtig das ist, einen Helm zu tragen. Genau. Helmpflicht. Auch beim Fahrradfahren, bitte, Freunde. Ja. Boah, der hat aber, der Motorrad hat aber, Alter. Das brauchst du eine Sprungschanze. Ja, auf jeden Fall. Ey, krass. Ey, dass du das überlebt, jeder wäre gestorben, Alter. Das war der höchste Genickbruch, den du überhaupt haben kannst. Aber guck mal, deine Energie, du musst aufpassen. Du brauchst neue. Such dir am besten mal ein Krankenhaus. Oder ruf dir da mal einen Krankenwagen. Einen Krankenwagen, ja, die helfen dir bestimmt, wenn du 4 Sterne hast. Nicht? Weiß ich auch nicht. 9. Alter. Guck mal, er steht dann auch, er weiß, er voll gesucht in der Stadt und ruft noch einen Krankenwagen. Kacken da ist. Da kommt jetzt übrigens ein Helikopter. Hallo, Sie sprechen mit dem Notruf von Liberty City. Hallo, Sie sprechen mit dem notärztlichen Dienst. Ja, kommt mal vorbei, Freunde. Hier, Hotdog. Geht auch. Warte mal, schieß mal auf die. Geh mal weg und schieß mal auf den Gastank. Ist dir vorher mal was? Erstmal den Helm abnehmen, das ist richtig so. Achso, da kommt glaube ich der. Oder? Nein, nein, auf den Gastank. Einfach schießen. Einmal einen Schuss drauf. Der Donut ist so, durch. Ich kann dir einen Hotdog holen. Der ist durch. Ja, ein Hotdog. Oh, guck mal, der Krankenwagen sieht auch cool aus. Wo will der hin? Hat sich leicht verfahren. In der Sonne. Ein bisschen. Guck mal, steigen da sind auch welche aus. Hallo? Hallo? Achso, ich glaube, die haben wir verschreckt wegen den Hotdogs. Scheiße. Hm. Was ist denn für ein. Ah, der ist schon zu weit weg, der ist schon zu weit weg. Hubschrauber? Hubschrauber? Genau, ein Helikopter. Er wartet schon auf dich. Na raus, nein, ja, das ist. Oh. Ah, der steht genau über uns. Spring mal hinten drauf, geht das? Ja, ich glaube nicht. Was? Steht da drauf? Transporttruck. Warte mal, bis er steht. Vielleicht an irgendeiner Ampel oder so. Irgendwie ist die Polizei ziemlich lahm, ne? Bei 4 Sternen, dass sie dich da einfach nicht, dass da nur so ein Hubschrauber hinter dir herkommt. Keine Ahnung. Boah. Ein Königseck. Der hat auf jeden Fall auch krass Speed drauf. Du musst mal über diese Hauptstraße fahren. Da gibt es nämlich eine Sprungschanze. Nicht über die, sondern irgendwo am Park. Mal kurz Start. Ich glaube, das ist, diese Straße hier, da gibt es Sprungschanzen. Diese hier. Genau. Und dann musst du da volle. Du musst dann auch ganz rechts fahren. Also in das Sprungschanzen, da kannst du echt drüber. Und dann springen wir in den Heli rein. So genau. Wie bei, wo war das noch? Bei Stirb langsam 4.0, oder? Hab ich nie gesehen, leider. Da ist der schön mit dem Auto in den Heli und hat den ersten Mal runtergeholt. Ja. Also es ist eigentlich bei GTA 4 finde ich ziemlich blöd, dass die Texturen immer so blöd hinterher ploppen. Da muss ich noch gucken, wann das liegt. Vielleicht auch mal eine Grafikkarte, vielleicht auch im Spiel. So, du musst es aufpassen, rechts müssten jetzt, also ganz rechts müssten jetzt immer Sprungschanzen sein. Da musst du, glaube ich, in die andere Richtung mal fahren. Bis der erstmal hält. Er bremst. Der bremst. Boah, so ein Lackschaden. Oh Gott. Das wäre bestimmt. Der Karre, ja, das ist schon. Oh, die Sterne sind weg. Na, dann machen wir jetzt noch den wunderschönen Stunt und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge von GTA 4 wieder. Aber jetzt habt ihr erstmal zum Abschied einen tollen Stunt. Passt auf, Freunde. Wenn das denn hinkriegt, ja, was, ja, noch ein bisschen schneller. Nein! Oh. Naja, du wirst es noch schaffen. Guck mal hier, die Texturen mit dem Rollstuhl sind auch neu. No. So, jetzt gibt Vollgas. Such dir den, ganz rechts. Da kommt jetzt gleich irgendwann. Nein! Aber es hat das schafft. Ganz rechts musst du fahren, genau. Und jetzt musst du gleich irgendwo eine Sprungschanze kommen. Oder gegenüber auf dem Park. Nein! Ja, fahren sind nicht so deine Skills. Vielleicht fliegen, aber. Yeah. Dann fahr mal hier durch, nach links. Geschafft. Und dann musst du geradeaus, warte mal. Ich bin gerade überlegen, diese Hauptstraße, ob die das. Nee, mach nochmal das Hauptmenü, also die Kartenansicht. Dann nimm mal, wo waren das? Warte mal, welche Straße sind wir denn jetzt gerade gefahren? Wo ist denn der Die Seite muss das hier sein, diese Straße ist das hier. Von oben. Ah ja, genau. Und du musst ganz rechts fahren, ganz rechts musst du fahren. Weil rechts sind die Sprungschanzen. Oh, guck mal, sieht auch schön aus. Ah, das ist. Und lass bitte das Auto ganz. So lang.
So. Nein! Die Wand. Alter, diese Grafikbug. Teilweise auch schon wieder los. Oh, Alter, Alter. Und da fliegt er noch in die FBI-Zentrale. Viel Spaß bei 4 Sternen, Freund. So, jetzt ist. Anne, du bist drum. Warte mal, da ist eine Sprungschanze. Da ist eine Sprungschanze. Da brauchst du wahrscheinlich auch nicht so viel Ansprung bei der Karre hier. Aber da hast du, glaube ich, noch genug Platz. Ich würde da nicht hinfahren, ne? Da kriegst du direkt 4 Sterne, Alter. Ach. Er nimmt nur alle Laternen mit. Wir brauchen ein gutes Finale. Wow! Nein! Nein! Ach, ich dachte, du fliegst ins Wasser. So. Oder fahr mal auf dem Freeway so schnell du kannst. Und dann versuchst du mal am Schluss rauszuspringen. Mal sehen, wie der fliegt. Der Mr. Nico. So. Wow! Oh, dann hat sie noch erwischt. Das war's dann irgendwie. Nochmal gegen Taxi. Wie so ein schöner Seestern. Ja. Naja, Freunde, das war's mit GTA 4. Bis zur nächsten Folge.